Herzlich willkommen bei Unkorrekt. Mein Name ist Georg Anton und das ist die Satire-Show, bei der Sie die Gags schreiben können. Später live via Satellit aus Capri bei uns in der Sendung Karl-Heinz Grasser. Guten Abend, Herr Wolf. Ein Mann, eine Story. Zu schön, um wahr zu sein. Dazu später, aber zunächst eine schlechte Nachricht. Ich bin nicht zum ORF-Generaldirektor gewählt worden. Ja, es ist ein Skandal. Trotz meiner Bewerbung wurde nur der SPÖ-nahe und der ÖVP-nahe Kandidat zum offiziellen Hearing zugelassen. Aber ich nehme es olympisch, wie schon Pierre de Coubertin sagte, möge der Wettkampf fair sein und einer von der SPÖ oder ÖVP gewinnen. Der alte und neue rote ORF-Chefzauberer Alexander Vrabetz hat gewonnen. Die Österreicher können froh sein, dass kein blauer Kandidat angetreten ist, sonst müsste die Wahl jetzt noch 10-mal wiederholt werden. Eine Besetzungsnachricht aus der Rubrik Kurioses. Werner Faymann bekommt einen Job bei der UNO. Ja, wirklich. Nein, nicht beim Kartenspiel, bei den Vereinten Nationen. Mit seinen Sprachkenntnissen kann er dort immerhin mit 3 von 193 Staatschefs Gespräche führen. Werner Faymann, der österreichische Entschuldigung, Regie, was war der noch schnell einmal? Bundeskanzler, oh mein Gott! Also, okay, also Werner Faymann jedenfalls wird jetzt UN-Sondergesandter für Jugendbeschäftigung. Laut UNO wollte man damit als erstes Zeichen gegen die Arbeitslosigkeit einem hoffnungslosen Fall eine Chance geben. Ich verstehe es ja nicht. Ich meine, Faymann als UNO-Sondergesandter für die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, das ist wie wenn Karl-Heinz Grasser UNO-Sondergesandter für Korruptionsbekämpfung wäre. Andererseits ist es auch wieder schön, wenn jemand im Politruhestand endlich das angehen kann, wozu er früher nie gekommen ist. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon sagte, Faymann wird jemand sein, der, Zitat, Herausforderungen hervorstreicht und zur Tätigkeit aufruft. Ja, so einen hat die Welt gebraucht. Also, wenn das gefragt ist, dann hätten wir aus Österreich noch einige High Potentials anzubieten. Ban Ki-moon lobte auch die vorbildlichen Jugendbeschäftigungsprogramme in Österreich. Stimmt, das muss man der SPÖ lassen. Die Programme funktionieren. Keiner aus der roten Parteijugend steht jemals ohne Job da. Faymann will jetzt weltweit den arbeitslosen Jugendlichen neue Hoffnung geben. Er selbst bezeichnete sich als Symbol dafür, wie man auch ohne Ausbildung oder Berufserfahrung ganz nach oben kommen kann. Aber auch er schaffte den Sprung in die UNO nicht von alleine. Laut dem Kurier erhielt Faymann dabei starke Unterstützung von den EU-Granden Jean-Claude Juncker, Martin Schulz und Donald Tusk. In einer Aussendung bestätigten sie, ihnen war wichtig, dass Faymann auf keinen Fall zur EU kommt. Bevor sie jetzt aber Werner Faymann neidig werden, sei der Fairness halber gesagt, seine neue Stelle ist unentgeltlich, abgesehen von einer Aufwandsentschädigung soll er kein Geld erhalten. Gut zu wissen, dass bei der UNO doch nur nach Fähigkeit bezahlt wird. Weiter geht's mit unserem Live-Studio-Gast Karl-Heinz Grasser im nächsten Video.